Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei HolyLol. Heute möchte ich gerne ein Video aufnehmen und zwar im Modus 3 vs 3 und zwar in den Extra-Rängen im Rumble. Ich hoffe, ihr werdet ein bisschen Spaß haben beim Zuschauen und immer dran denken, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls es euch nicht gefallen hat, natürlich einen Daumen nach unten, selbstverständlich. Einen netten Kommentar, darüber würde ich mich sehr freuen. Und am allerwichtigsten, lasst ein Abo da, um kein weiteres Video von mir zu verpassen. So, jetzt wollen wir ein bisschen Spaß haben im Rumble. So, und da sind wir auch schon in der Rumble-Runde und wollen mal schauen, ob wir ein bisschen Spaß haben werden. Und da ist das erste Tor. 1-0. Ja, okay. Ein bisschen viel durcheinander. Aber er hatte wohl den Pömpel. Und mit dem Pömpel kann man schon mal ein Tor schießen. Finde ich gut. Ach, komm schon. Das ist doch eine... Dieser Scheiß-Tornado, das ist doch eine Fähigkeit, die braucht kein Mensch. Gut, 1-1. Wir wollen nicht rumheulen. Wir wollen spielen. Guck mal, wir haben den Pömpel. Mal gucken, ob wir damit auch ein Türchen machen. Und pömpeln und... Oh, fuck. Kein Tor. Kriegen wir jetzt den Boxhandschuh. Okay. Und? Ja, ja, ja. Drin. Ich liebe den Boxhandschuh. Das ist meine allerliebste Fähigkeit. Zack. Schönes Tor. Oh, guckt euch das an. Ich habe schon wieder meinen Boxer. Nicht reingehen, nicht reingehen, nicht. Oh, ich muss hin. Oh Gott. Okay. Dafür kann man ihn auch benutzen. Aber ich hätte ihn natürlich viel lieber für ein Tor genutzt. Und es steht 3-1. Läuft gar nicht schlecht. Läuft gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ein bisschen durcheinander, ein bisschen viel Verwirrtheit. Aber ansonsten sieht gut aus. 4-1. Sehr schön. Wieder mit dem Pömpel. Also der Pömpel scheint auch von meinen Teammates ein sehr beliebter Gegenstand zu sein. So wie bei mir der Boxhandschuh. So, das erste Spiel hätten wir gewonnen. Jetzt wollen wir mal schauen, was das zweite Spiel uns bringt. Ob es Frust bringt oder Lust bringt. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es gleich jetzt rausfinden. Ich hoffe natürlich auf die Lust. Auf den Frust kann ich gerne verzichten. Ja, das 1-0 gegen uns. Oh, hui, das war nicht schön. Wir haben den Pömpel. Nein, kein Torbitz bitte. Kein Gegentor bitte. Ich möchte den Pömpel gerne vernünftig benutzen können. Oh Gott. Komm, Pömpel. Pömpel. Pömpel Action. Ah, das war blöd. Hätte ich viel, viel klüger machen müssen. Komm schon. Wir liegen nur ein Tor hinten. Und hier ist der Wirbelsturm. Der... Nein, 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 nein. Das war knapp. Da war ich froh, dass ich jetzt gerade mal den Enterhaken hatte. Sonst hätte es jetzt hier 2-0 gestanden. Wow. Müssen... Habe ich aus lauter Verzweiflung den Ball hier eingefroren. Naja, gut. Gut, dass ich nicht direkt vorm Tor eingefroren habe. Und das 2-0. Ach Mann, warum? Und Tor. Der Boxhandschuh wieder im Einsatz. Nein, 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 nein. Hau ne weg, hau ne weg. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt haben wir wieder hier so einen scheiß Wirbelsturm. Ach, das ist doch kacke und dann kriegen wir das 3-1. Ach Mann. Mates. Ich bitte euch, 100 Punkte und 30 Punkte. Meine Güte. Ein bisschen mehr Engagement bitte. Ja? Ein bisschen zusammenreißen. Auch wenn es ein Fun-Modus ist. Aber ich will doch trotzdem gewinnen. Er hat noch die Stacheln. Er hat noch die Stacheln. Oh Gott, ich dachte, der geht daneben. Ja. Ich hatte mich nämlich gefreut, weil ich jetzt auch die Stacheln hatte. Ich dachte, der Ball geht daneben. Ich kann den Ball schön aufnehmen mit meinen Stacheln. Aber... Dem war nicht so. Ja, gut. So, und noch ein Spiel. 1 gewonnen, 1 verloren. Heißt, wir müssen das dritte Spiel machen. Und wir haben jetzt hier wieder ein Spielfeld, was mir überhaupt nicht gefällt. Ich bin ein Fan des klassischen Spielfelds. Und dieses ganze Durcheinander brauche ich nicht. Jetzt habe ich meinen Boxhandschuh, wie ich dieses Spielfeld hasse. Und, warum? Nein. Im schlechtesten möglichen Zeitpunkt wird der Ball eingefroren. Und ich mache trotzdem noch ein Tor. Ein bisschen abgestaubt.
Dann kriege ich da einen guten Pass. Ja. 1-0 ist 1-0. Und ich will ja hoffen, dass ich jetzt dieses Spiel hier gewinne, um mit einem positiven Gefühl dieses Video zu beenden, weil negativ will ja keiner sein. Außer beim Corona-Test, da wollen wir alle negativ sein. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ihr wisst ja alle, ich bin kein Fan von diesem Rumble-Modus. Zwischendurch kann man das mal machen. Und der Ausgleich, warum? Warum? Ich habe den Boxhandschuh, Wenn ich es nicht komplett verkacke wie gerade. Oh, okay. Vielleicht muss ich ihn auch nutzen, um ein Tor zu verhindern. Aber okay. Was nützt mir, wenn ich warte und wir ein Gegentor kriegen? Und mein Teamkollege macht das. 2-1. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auch mit dem Boxhandschuh. Ja, ich sage ja, ich glaube, der Boxhandschuh ist die beste Kraft im Rumble. Ich glaube, ich sehe mehr Tore mit dem Boxhandschuh als mit den Stacheln. Weil wenn einer die Stacheln hat, dann gehen direkt alle so hart drauf, dass der auch ganz schnell mal wieder seine Stacheln verlieren kann. Komm, der geht doch noch vors Tor, oder? Ja, aber nicht gut. Und ich habe die Stacheln, mal schauen. Und. Ja. Nein, hau da rein bitte. Jawohl. 3-1. Sehr schön. Ich habe schon gedacht, ich hätte es wieder versaut mit den Stacheln. Wegen diesem dusseligen Tornado wieder. Der hat mich so von meiner Tour abgebracht. Von meinem Fahrtweg. Dass es fast in die Hose gegangen wäre. Ich hasse diese Winkel. Ich war mir sicher, von da kann der Ball nicht reingehen. Und dann dieser Winkel. Hat er gut getroffen. Muss man ja ihm lassen. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, welche Map euch denn am besten gefällt im Rumble-Modus. Das würde mich mal interessieren, ob ihr auch so einer seid, der lieber die klassischen Maps spielt oder ob ihr lieber die wilden Maps, nenne ich sie jetzt mal, so wie diese hier, ob die euch lieber sind. Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir ja mal unter dieses Video schreiben, welche Maps habt ihr lieber, die klassischen oder die wilden? Ups, ui, das war wieder Fliegen für Anfänger. Oder in meinem Fall, das war Fliegen für Fliegenfänger. Alles klar, egal, gewonnen ist gewonnen. Das Video endet also nicht im Frust, nein, das Video endet in der Lust. So, und damit möchte ich mich bei euch verabschieden. Wie gesagt, denkt dran, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Schreibt mir bitte mal, ob ihr die klassischen Maps im Rumble-Modus oder lieber die wilden Maps habt. Und natürlich, um kein Video mehr zu verpassen, drückt den Abo-Button. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video. Ciao.